Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft. Wir löschen erst ein bisschen das Feuer und dann machen wir weiter. Mal gucken, wie weit wir hier heute kommen. Na komm. Ich töte erst mal ein paar Leute von denen hier. Jetzt ein paar Leute töten. Na komm. Jawohl. Oh. Ich muss unbedingt die Schnellplündern-Taste aktivieren. So. Und eins. Eins für dich. Zwei für dich. Drei für dich. Vier. Ich habe noch zweimal ein bisschen runter. Bam. Oh, ich muss immer diese Schnellplündertaste aktivieren, das nervt mich, ey. Ich muss kurz gucken. Ah, also mal. Feuer löschen. Das muss ich hier machen, offenbar. Möchte ich kurz gucken. Ah, okay. Das ist schon, wenn solche Fähigkeiten von temporär auch hier in so einer Leiste erscheinen könnten. Das ist ja nämlich so, das ist nämlich eine temporäre Fähigkeit, das weiß ich ja. Komm, geh down. Na also. Danke für deine Waffe. Die wirst du nicht mehr brauchen. Ork tötet Mensch. Oder du lassen das. Nochmal. Ich bitte nämlich auch um Rücksicht an die lieben Zuschauer, dass ich ein Noob bin. Ich weiß aber, ein Noob, der wieder in World of Warcraft zurückgekehrt ist. Aber ja, ich verspeise euch. Du nicht richtig können Deutsch sprechen. Kein Problem, ich dir helfe. Na komm. So. Also wenn die natürlich, damit ich das Feuer noch löschen kann. Dass sie diese Orks-Kinder hier noch gut fühlen. Das ganze Blatt rennt hier. Die Orks fühlen sich auch immer pudelig. Ich brauche ein Ziel. Oh, perfekt. Noch ein paar Sachen löschen. Damit auch bei World of Warcraft interessant finde, beziehungsweise fand damals, als glaube ich, das war zu Kataklysmenzeiten, dass wenn man eine Quest macht, dass man sich dann irgendwie temporal irgendwie bewegt, meine ich. Dass zum Beispiel jetzt hier vor mir ein anderer Spieler stehen könnte und der ist einfach schon weiter als ich. Das fand ich damals sehr, sehr cool. Komm. Das heißt, konnte sie nur sehen, wenn ich diese Quest auch gemacht habe. Das fand ich aber damals sehr, sehr cool. Dieses Temporale halt. Ich weiß, ich sag temporal, weil ich ein Star Trek-Fan bin. Na komm. Hallo, na komm schon. Also, was anvisieren. Oh, erledigt, okay. Dann hau ich mal eben ab. Darf kein Aggro ziehen. Ne, komm schon. Hm.
Dumm, die dumm. Ach ja. Ich erinnere mich noch sehr gut. Wir werden schon Erinnerungen gerne wach. Ich habe World of Warcraft so gerne immer im Winter gespielt. Weil im Winter ist es irgendwie draußen. Draußen ist es schön kalt. Irgendwie dunkel. Und drin ist es schön warm, kuschelig. Und man zockt ein gemütliches Online-Rollenspiel. Das mochte ich immer früher sehr gerne. Schönen guten Tag. Seid gesegnet, Lenganios. Ihr seid ein wahrer Held der Allianz. Auch wenn dieses Land völlig verbrannt und nichts in Schutt und Asche und von Wein und übrig ist, kann ich es vielleicht erholen. Stimmt's? Wie schlimm kann es schon sein? Auf dann. Gern geschehen. So. Grüße. Habt ihr die wild gewordenen habt ihr die wild gewordenen Orden? Mein Gott, getötet. Ja, ich sag immer, will immer Hoden sagen. Gott. So. Die Orks des Schwarzwaldes werden jetzt, da ihre Hauptschaltkraft geschlagen wurde, sicherlich fallen. Nun bleibt nur eine Aufgabe. Und die wäre? Setzt der Invasion ein Ende. Der wütende Ork-Orde wird von einem Ungeheuer angeführt, das als Kurtok, der Schlechter, bekannt ist. Kurtok ist für den vor kurzem erfolgreichen Einmarsch verantwortlich und muss getötet werden, wenn wir Frieden im Tal haben wollen. Geht vorsichtig nach Osten zurück, überquert den Fluss und begebt euch durch den Weinberg. Haltet Ausschau nach der Passage, die in den Bergen führt. Dort wird Kurtok sich aufhalten und einen weiteren Angriff vorbereiten. Tötet ihn und kehrt zurück zu mir. Seid vorsichtig. Kein Problem. Das mache ich doch gerne. Ach, ich brauche unbedingt ein Reittier. Ach, ja. World of Warcraft. Ein Spiel, was seit Jahren Höhen und Tiefen bekommen hat. Du traust dich. Was? Sag jetzt bitte nicht, du schwitzt. Das ist nur ein großer Baum, ich weiß. Okay, du darfst schwitzen. Bis ein Baum erledigt ist, das dauert halt. Da ist der, unser sehr geehrter Herr Kurtok. Herr Kurtok, ich bin von der Einwohnermeldeamt. Ich muss Sie leider bitten, zu gehen. Es tut mir leid, aber Sie haben nichts zu suchen. Erledigt. Nein, das möchte ich nicht tun. Ach, ich muss dieses Tutorial irgendwie abschalten, das nervt mich. Ich kenne alle Prinzipien von World of Warcraft. Mann! Ich werde jetzt nicht einfach mal in den Ruhestein benutzen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, dass man den Ruhestand auch auf andere Gasthäuser binden kann. Bla 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 bla. Ich kenne mich aus. Ein Häschen. Ja, ein Kaninchen. Ich bin da. Guten Tag. Das Licht sei mit euch. Jetzt, da Kurtok tot ist, sind wir wieder vor den orkischen Horden sicher. Ich werde Arbeiter zum Pass entsenden und versuchen, die Passage zu verschließen, damit dort keine Orks mehr hindurch und auf unser Gebiet gelangen können. Ihr habt den Dank von Sturmwind und der Allianz hält. Juhu! Lenganios, ihr habt bewiesen, dass ihr euch um die Sicherheit von Nordheim sorgt. Nun erhaltet ihr die Aufgabe, euch dem Schutz des umliegenden Waldes von Elven zu widmen. Wenn ihr euch dieser Aufgabe stellen wollt, dann nehmt diese Papiere, die bei Marshall Dungen,
Juren in Goldhain abgeliefert werden müssen. Goldhain liegt in der Nähe der südlichen Straße hinter den Grenztoren. Liefert Marshall McBrides Unterlegen bei Marshall Dorkin im Wald von Elven ab. Ihr bekommt Langstrümpfe des Gastwirts. Yay, ich will Langstrümpfe. Ziehe den Ehrenfreund. Was ist eigentlich hier mit dem Hexenmeister? Ich dachte, man kann ja von dem noch ein paar Tricks lernen. Von der hier. Hexenmeisterlehrerin. Ich dachte, die kann da was. Hallo. Das Arkane verderbt nur die Schwachen. Selbst wenn ihr dem Pfad des Hexenmeisters nicht folgt, solltet ihr es niemals vergessen. Man sieht sich. Man sieht sich. Die sind immer diese schönen Stimmen. Und jetzt erstmal lange marschieren. Das wird Spaß werden. Bis in den Wald von Elven. Seid gegrüßt. Grüße. Grüße. La 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 la. Oh, da ist jemand. Eine Quest für uns. Wo? Da. Falkan Isenlauf. Wald von Elven. Hallo? Ruhe und Entspannung. Jeder Abenteuer sollte ausruhen, wenn ihr die Erschöpfung überkommt. Und es gibt keinen besseren Platz für Ruhe und Entspannung als das Gasthaus zur Höhle des Löwen. Gastwirt Furley, der Inhaber der Höhle des Löwen, ist mein bester Freund. Wenn ihr ihm sagt, dass ich euch geschickt habe, dann gewährt er euch vielleicht einen Spezialrabatt auf Essen und Trinken. Das Gasthaus zum Höhle des Löwen findet ihr, wenn ihr die Straße nach Süden reist. Ihr könnt es nicht verfehlen. Schönen Tag auch. Ich bin unterwegs. Auf einen langen Fußmarsch. Yay. Das waren noch Zeiten, als man noch alles hart erarbeiten musste und für die ganzen Quests Gold sammeln musste, für das erste Reittier und, ey. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich in solchen Rollenspielen eigentlich am meisten geizhals. Ich gebe ungerne Zeugs aus. Ist es so, ich gebe ungerne Gold oder aus, wenn man sich das so schwer hart erarbeitet hat. Natürlich, wenn man genug Gold hat, dann ist das kein Problem, aber ich bin einfach zu geizig. So. Und da sind die ersten hohen Rang Leute. Ich weiß nicht warum, aber es muss wie so ein Sport sein, als hoher Rank hier herumzulaufen. Muss irgendwie Spaß den Leuten machen, offenbar. Marshall Dugan. Was kann ich für euch tun? Ihr bringt Nachricht von McBride. Im Vergleich zum Wald von Elven ist Nordhain das reinste Paradies. Wir wollen doch mal sehen, was Marshall McBride zu berichten hat. So. Oha, hier steht, dass ihr in den Rang des kommissarisch ernannten Stellvertreters des Marschall von Sturmwind erhoben worden seid. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der Arbeit. Elven sicher zu machen ist kein Spaziergang, zumal der größte Teil der Armee sonst zugange ist und sonst für irgendwelche Altenlegen macht. Es ist schon schwer, in diesen dunklen Zeiten den Überblick über die Politik zu behalten. Das Licht segne euch. Tada. Man konnte doch auch irgendwie, Moment. Ja, ich weiß. Man konnte irgendwie, wenn ich hier auf eine Tastenkombination drücke. Ah, Shift war das, okay. So. Dann verkaufe ich mir erstmal die alten Sachen. Da. Kauft ihr etwas? Ich will was verkaufen. Ne, das hier. Ach, brauche ich eh nicht, ey. Mögen eure Reisen sicher sein.
Danke sehr. Was macht eigentlich das Kind hier? Wo? Gott, dieses Kind ist so hässlich. Das ist unglaublich. Entschuldigung. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Manchmal hier rein. Nee, Quatsch. Hier rein. Remy. Zweifach. Zweifach? Was ist das denn für ein Name? Hallo! Tauschhandel mit Goldstaub. Manchmal haben die Kobolde in dieser Gegend Goldstaub dabei. Das Zeug könnte ich wirklich gut gebrauchen. Bringt mir etwas davon und ich mache euch den besten Preis der Stadt. Den besten Preis der Stadt. Die Kobolde erhalten sich in der tiefen Schachtmine im Süden, im Nordbereich der Jaspismine im Norden und Nordosten auf. Questziele? Bringt 10 Einheiten Goldstaub nach Nordheim zu Remy zweifach. Goldstaub findet ihr bei den Kobolden im Wald von Elvin. Man sieht sich. Keine Ursache, mache ich gerne. Und er hat auch noch eine Quest für mich. Braucht ihr Hilfe? Die Tiefenschachtmine. Die Mine in Nordheim ist nicht der einzige, mit der es Probleme gibt. Berichten zufolge ist auch die Tiefenschachtmine im Wald von Elvin zu einem Tummelplatz für Kobolde geworden. Erforscht die Mine, bestätigt diese Berichte und kehrt dann zu mir zurück. Die Mine liegt fast genau südlich von Goldheim zwischen den Höfen des Steinfelds und der McClure's. Erforscht die Tiefenschachtmine und kehrt nach Goldheim zur Marshall-Jugend zurück. Für die Allianz. Mach ich gerne. Aber ich meine, im Anfangsgebiet hier, wo man startet, waren eigentlich noch mehr Quests, die man machen konnte. Gasthaus zum Höhle des Löwen. Wie geht's? Willem Pestel. Koboldkerzen. Guten Tag, Werte. Hättet ihr einen Moment Zeit für mich? Mein Bruder und ich führen einen Sturm mit einer Apotheke und ich bin hier, weil ich große Kerzen suche, ihres Wachses wegen. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Große Kerzen könnt ihr von Kobolden bekommen und ich habe Gerüchte gehört, dass Kobolde sich in den Minen von Alben eingenistet haben. In der tiefen Schachtmine Süden, in der Jaspismine im Osten. Ich schlage vor, dass ihr euch an einen dieser Orte auf der Suche nach Kerzen begebt. Bringt 8 große Kerzen zu Willem Pestel nach Goldheim. Schönen Tag. Kann ich gerne machen. So, das wird. Sucht ihr was Bestimmtes? Willkommen im Gasthaus, müde Reisende. Was kann ich für euch tun? Ruhe und Entspannung. Ruhe und Entspannung für die Müden und Frierenden. Das ist der Leitspruch. Bitte setzt euch da das Feuer, wärmt eure müden Knochen. Möchtet ihr von unseren erlesenen Speisen und Getränken kosten? Man sieht sich. Schon Level. Welche Level sind wir denn jetzt? 5. Linganus Jenkins. Ich möchte aber gerne meinen Titel. Kann ich meinen Titel irgendwie anders einstellen? Ah. Ich mag keinen Titel. Und vor allem nicht den Jenkins-Titel. So. Sprecht mit eurem Gastwirt, um dieses Ganze mal zu Hause zu machen. Das mache ich mal. Hallo? Ah. Mögen eure Reisen sicher sein. Das sogar ein paar Gastleute. Schönen guten Tag. Ein paar Kräfte, magische Kräfte hätten. Metzger. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Ich habe ja lange nicht mehr geschaut. Dämonenausbilderin. Hexenmeisterlehrer. Na klar, die verstecken sich mal hier unten. Grüße. Seid ihr eure limoischen Begleiter überdrüssig? Hofft ihr auf einen mit überschrittenen Namen? Gegen eine geringe Grundkostengebühr kann ich euch dabei helfen, einen hier loszuwerden, sodass ihr einen komplett neuen beschwören könnt. Seid vorsichtig. Ach, ich kann Wichtel beschwören, das kann ich schon. Weg damit. So, wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich schon Wichtel beschwören kann. Hexenmeisterlehrer. Braucht ihr etwas? Für die Allianz. Okay, offenbar kann ich ja nichts machen. Wir verstecken uns mal im Weinkeller. So, Metzger, Kochkunst. Oh, ich habe einen Bug gefunden. Ich gehe mal nach oben. Dumm. Magierlehrer. Hallo? Herr Grüß, Hexmeister. Mein Rat an euch ist folgender. Geht vorsichtig mit der Magie um, während ihr durch die Welt reist, denn diejenigen, die zerstören, die ihr nicht gewachsen seid. Blinzeln? Auf dann!
Habe ich das jetzt? Braucht ihr etwas? Man sieht sich. Offenbar kann ich es nicht lernen. Schade. Hallo. Priesterlehrerin, Lehrerin für Erste Hilfe. Grüße. Lebt wohl. Ja, ich glaube, die Priester sind eher die Leute, die mehr die Kirche mögen. Braucht ihr Hilfe? Lebt wohl. Lalalala. Gibt's ja kein freies Zimmer für mich? Nee. Dumm. So. Dann gehe ich mal wieder raus. Dann machen wir mal ein paar Quests. So. Ach, hier können wir alles machen. Perfekt. Ja, wie so Angeber mit ihren schicken Motorrädern. Dumm. Ich bin ein toller Hexenmeister. Ja, meine Kräfte funktionieren. Dann wollen wir mal, was ist dort für eine Mine? Kobaltkerzen, Tauschal mit Goldstaub, Tiefenschachtmine. Okay. Tiefenschachtmine. Kupferader. Ich sag gar keiner. Ratte von Sturmwind. Was für ein schöner Name. Nicht stören. Brauchen wir meine Hilfe von einem Wichtel. Jetzt, Pep. Was für ein Name. Der hatte nichts für mich. Schade. Hier ist ja keiner. Wahrscheinlich waren schon andere vor mir da. Da. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na komm. Bam. Mach schon. Oh, da hat beides. Super. Sind hier noch mehr Kobolde anwesend? Warum sind hier so wenig Kobolde? Es ist der ganze Schacht da von ihnen voll. Ich brauche ein Ziel. Was anvisieren. Priester. Achso. Moment. Dum. Da. Ich habe kein Ziel. Na, komm schon. Der Typ hat mich übrigens gerade, glaube ich, gebufft, aber der Buff hat nicht lange angehalten.
glaube, der Typ hat auch gerade neu angefangen. Du, nee, ich nehme eine Kerze. Doch, ich nehme. Ich habe kein Ziel. Hat er also auch was bekommen? Ich hoffe. Also ich mag es eigentlich, wenn ich immer Neueinsteiger in World of Warcraft sehe. Oder ein anderes Spiel, die gerade ein neues MMO anfangen. Aber vor allem merke ich das bei Leuten, die World of Warcraft komplett neu anfangen, keine zig neuen Twinks oder sonst was haben. Denn Neuansteiger machen das Spiel einfach eigentlich besser. Die absolut keine Ahnung davon haben. Sowas mag ich eigentlich. Ich brauche ein Ziel. Und ich hoffe immer, dass ich keinen Neuansteiger finde. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, da ist jemand. Ich habe kein Ziel. Ups. Konnte man seinen Dämonen nicht mal befehlen, dass er die angreifen soll? Ging das nicht auch irgendwie? Oh Gott, noch so viele Sachen zu einsammeln. Aber vielleicht war der Typ, der Mine, den ich gesehen habe, auch ein neuer Charakter. Er hatte kein Sternchen gesehen haben. Könnte sein. Muss aber nicht. Da. Doch, nee, nee, ich nehme eine Kerze. Doch, ich nehme eine Kerze. Hast du Pech gehabt? Komm. Jetzt zurück in die Mine. Ah, da ist jemand. Na, dieser Lauredino, wie er den Typ, der Typ heißt, hat mir schon welche Sachen weggenommen wahrscheinlich. Also zurück in die Mine. Na komm. Ich glaube, das waren diese anderen Dämonen, diese komischen, ich weiß nicht, was für Dämonen das waren, aber ich glaube, das waren diese Dämonen, die keine Füße haben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich glaube, das waren die, die man befehlen konnte. Na komm. Boah, ich weiß jetzt nicht, wie diese Dämonen heißen. Ich glaube, Wandler-Dämonen. Irgendwas war das in der Art. Da merkt man, dass ich zu lange von World of Warcraft mich dann distanziert habe. So. Noch eine große Kerze und einmal Goldstoff. Zur Abgabe. Das finde ich auch toll, dass das hier so steht. Finde ich super. Also hast du was, kann immer gerne von den Entwicklern benutzt werden. Dass die Entwickler da helfen. Die inspirieren sich ja meistens auch von Add-ons, das weiß ich ja. Entwickler inspirieren sich immer von Add-ons. Na komm schon, geh down. Und tschüss. Oh oh. Ach, jetzt habe ich zwei an der Backe. Ich habe mein großes Mund rein. Hast du gut gemacht.
Der hatte nichts dabei, schade. Noch einmal Goldstaub. Und ich hab's geschafft. Nimm das. Ja, ich hau dich mit deinem Stöckchen. Aufgabe erledigt. Raus aus der Mine. Erstmal den Ausgang finden. Autsch. Ich will den Ausgang finden. Ich habe eure Kerze schon. Jetzt muss ich hier Land gewinnen. Na komm, ah. Schnell weg von hier. Ach, die haben ja auch noch Quests für mich. Ach du Schande. Ich glaube, ich werde sehr schnell auf Level 20 kommen. Hof des Steinfels. Na komm, machen wir das. Wie geht's? Tantchen Bernice Steinfeld. Die verlorene Halskette. Ich und habe meine Halskette verloren und ich glaube, dieser Tunichgurt Billy McClure hat sie genommen. Normalerweise treibt er sich immer wie eine kleine Ratte in den Weinbergen der McClures östlich von hier rum. Bringt mir meine Halskette zurück, wenn ihr das Herz einer alten Witwe erfreuen wollt. Schönen Tag auch. Mach ich gerne. Guck mir mal, ich will immer, die Häuser sind interessant. Hier wohnen drei Leute, Tantchen, Mutter und Oma Steinfeld, in so einem kleinen Haus, wo keine Betten stehen. Wenn ich diese Logik finde ich immer so interessant im Videospielen. Drei Leute, so ein kleines Haus, das ist der Stall. Wo wohnen die Leute? Kann man das mal einer sagen? Ich finde das immer so lachhaft. Also das finde ich irgendwie wirklich lachhaft, muss ich sagen. Na komm, ich will jetzt auch die Quest abgeben. Und dann ist diese Folge auch heute schon wieder vorbei. Ach, weißt du was? Ich benutze aus dem Size mal. Mal gucken, kann ich das noch? Mal gucken. Ne, kann ich nicht mehr. Ich wollte immer hochspringen, wenn der gerade den Zauber bewirkt. Ah, funktioniert nicht so ganz. So. Was kann ich für euch tun? Habt ihr meine Kerzen gesammelt? Ja, haben wir. Ihr habt wohl eifrig Kobe gehört. Hm? Danke für eure Kerzen. Für die Kerzen, der Garnes. Hier habt ihr eure Belohnung. Danke. Ihr scheint mir ein hilfsbereiter Schlag. Schreibt mir vom hilfsbereiten Schlag zu sein, Lenganius. Würdet ihr einem alten Mann einen Gefallen tun? Das letzte Mal, als ich drüben bei den Weinbergen der McClures war, habe ich bei Mabel in der Hütte Wein hören. Wärt ihr so nett und würdet ihr nachher sehen? Ich mache mir Sorgen um sie. Auf dann! Mach ich, keine Sorgen. Wozu bin ich euer Handlanger? Hallo, Marshall McDougan. Das Licht sei mit euch. Das sind also die schlechten Nachrichten. Was kommt als nächstes? Drachen? Wir werden wohl unsere Patrouille rund um die Mine verstärken müssen. Habt Dank für eure Bemühungen, Lenganius. Und wartet einen Moment. Ich habe vielleicht noch eine andere Aufgabe für euch. Tadam. Dank euch wissen wir jetzt, dass Kobolde sich in der tiefen Schachtmine eingenistet haben. Jetzt brauchen wir noch einen Spieler, der eine weitere entfernte Jaspismine untersucht. Erforscht die Jaspismine und bestätigt mir, ob sich dort tatsächlich Kobolde aufhalten. Die Mine erreicht ihr, indem ihr die Straße nach Osten folgt, die bis ihr zum Turm Azura kommt. Wenn ihr euch am Turm nach Norden wendet, dann findet ihr die Mine im Vorgebirge. Erforscht die Jaspismine und kehrt dann nach Goldhand zu Marshall Ewan zurück, um ihn Bericht zu erstatten. Ziehe den Ehrenfreund. Mach ich gerne. Dann hast du noch was für mich? Hallo! Psst, habt ihr meinen Goldschein für mich? Für mich? Danke für den Goldstab, Lenganius. Hier habt ihr euer Geld und ihr habt ja auch noch eine kleine Zugabe von Freunden von mir. Das könnte euch vielleicht noch nützlich werden. Nützlich werden? Warum wiederholt er sich ständig? Schönen Tag auf.
Und ich habe da noch eine neue Quest gesehen, die wir annehmen müssen. Das mache ich auch mal. Schmiedekunstlehrer. Das wäre ein Schmiedekunstlehrer von einem Hexenmeister. Kann ich euch helfen? Es tut mir leid, ich bin gerade mit Hufeisen für Ferner Gutmark in Seeheim beschäftigt. Wir bekommen zwar nicht viel Unterstützung von Sturmwind direkt, aber ich habe einen Kontaktmann in der Stadt, der uns mit Rüstung versorgt. Der Name ist Osric Strang. Sein Geschäft begrenzt Immunität, liegt in der Altstadt von Sturmwind. Unser Vorrat an Rüstung schwindet. Ich muss Osric mehr bestellen. Könnt ihr ihm eine Notiz bringen? Der schnellste Weg nach Sturmwind führt über Bartle den Tapferen, unseren Greifenmeister. Er ist direkt bei der Schmiede. Bringt ihm eine Notiz und nimmt einen Greifen nach Sturmwind. Auf dann. Mach ich gerne. Das mache ich aber erst eventuell später. Erst muss ich hier dieses komplette Gebiet erkunden. Und das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.